Hallo, ihr Liebe. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe gebastelt. Ich sagte ja, ich habe mir einen zweiten Brachiosaurus von Forge geholt. Und ich wollte aus zwei einen machen, der im Maßstab so halbwegs passt. Ihr erinnert euch sicherlich noch ans Bäumchen, wo der eine Brachiosaurus Männchen gemacht hat, um an die obersten Blätter dran zu kommen. Ich habe gebaut. Ich hatte Spaß. Und ja, das ist so bisher der Zwischenstand. Es sind noch keine Beine darunter. Es ist noch nichts da. Und er kommt jetzt ohne weiteres ans oberste Blatt. Der andere musste Männchen machen. Und der Schwanz ist auch deutlich länger geworden. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Es ist alles noch ein bisschen im Rohbau. Aber einmal so ein bisschen die ersten kleinen Fortschritte. Ich habe mich dazu entschieden, wegen dem hohen Gewicht, dass ich die Vorderbeine genauso mache wie die Hinterbeine mit den Technikelementen, dass das hoffentlich ein bisschen mehr Stabilität hat. Einfach wegen dem Gewicht. Nicht, die hatten ja schon vorher schon Probleme mit dem Beckenrutschen und das wollte ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Und ich dachte mir, so kleine Pins, an denen das befestigt ist, bei dem Gewicht, der Masse, da hätte ich gerne ein bisschen Sicherheit. Ich blende euch zwischendurch mal ein paar Bilder ein, worauf ich mich an den Größenangaben und so beziehe. Der Spinosaurus hier, der hat in etwa die Maße vom T-Rex, mit Ausnahme von dem Segel. Wenn man den jetzt so davor stellt. Einfach mal nur die Beinhöhe vom Spinosaurus nimmt. Ne? Also, ihr seht den Kopf nicht. Also da ist noch ein bisschen Kopf nach oben. der Schwanz auch deutlich länger. Baum. Ne? Also, ich blende euch mal ein, zwei Bilder ein. Ich habe mal den T-Rex davor gelegt, auf Duplostein gelagert und den Brachiosaurus quasi da drunter liegen gehabt. Ich blende euch die Bilder ein, ihr seht es. Ich habe Spaß. Dummerweise fehlen mir jetzt ein paar Teile. Eigentlich wollte ich den so bauen, dass ich ausschließlich nur aus den zwei Sets die Teile benutze. Klappt aber nicht ganz. Ganz einfach, es sind am Schwanz beziehungsweise am Poppes hier im Original, ich glaube, nur 6 Inverted Slopes. Das bedeutet diese Slopes, aber falsch herum, verbaut. Und er ist unten noch so ein bisschen mit Loch verdraht. Schwanz. Ich habe da gerade noch so ein bisschen Loch verdraht. Die Teile habe ich im Prinzip, aber die habe ich dann hier drinnen verbaut, damit ich den Schwanz noch dran kriege. Das wollte ich unbedingt noch vor dem Video gemacht haben. Ich habe gestern bei Bluebricks bestellt. Heute habe ich eine Versandbestätigung. Morgen kommen sie. Bin happy. Also das muss man denen echt zugute halten. Service, Lieferung, Geschwindigkeit. Wow. Wenn die Teile jetzt überhaupt echt kommen, Bombe. Es ist echt alles noch so ein bisschen im Rohbau. Mit vielen Sachen bin ich nicht zufrieden. Hier die Wedges, die hätte ich, glaube ich, falsch herum hinsetzen sollen. Also andersherum. Das, weil so sieht man einfach die Lücke zu sehr. Also es, der Kopf, der muss sowieso noch viel größer gemacht werden. Der Kopf ist immer noch original. Also da wird sich noch einiges verändern. Die Platte habe ich um 2 Noppen verbreitert. Länge ist verdoppelt, muss ja. Schwanz, ich habe keine Ahnung, wie viel größer, aber er ist größer. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen den Zwischenstand zeigen. Und ja, Bild habt ihr bestimmt gesehen, habe ich eingeblendet. Ja, hat Spaß.
Spaß gemacht, beziehungsweise macht Spaß. Es ist langwierig, ne? Aber es ist egal, es macht Spaß. Leute, spielt mit euren Sachen. Ey, ich muss euch eins sagen. Echt. Ich stöbe ab und zu auf Facebook rum und da habe ich einen Onkel gesehen, der mag offenbar Lego. Und ein anderer wollte ein Set verkaufen und er schrieb darunter, hey, wieso verkaufst du denn deine Sets? Die sind doch toll, ne? Der hat darunter geschrieben, ich bin doch Platz, ne? Ich will die nächsten Sets haben. Okay, gibt, ne? Jeder wie er mag, okay. Ein Ernstes, er hat dann ein Bild gepostet mit einer kompletten Wand, nur mit Kisten. Und damit meine ich nicht so kleine Kisten, nein, große Kisten, ne? Die man so übereinander stapeln kann, ne? Eine komplette Wand mit diesen Kisten. In jeder Kiste mehrere große Zip-Beuteltüten, also diese, ne? Und in jeder Tüte ein Set. Ich finde, der hat so viele Steine. Wieso kauft er sich immer noch was? Wieso baut er nicht selber? Wie? Jetzt mal eine, ist jetzt eine ernsthafte Frage. Habt ihr keinen Bock zu bauen? Wollt ihr nur nach Anleitung? Ich meine, ganz ehrlich, ne? Ich baue an dem Ding jetzt, glaube ich, die zweite Woche. Ne? Ich habe nebenbei den Helm laufen, ich baue auf meiner Couch, da ist es am bequemsten. Ne? Ich habe dann meine kleinen Schüsselchen, mach's mir bequem, vielleicht noch eine Tüte Chips. Leute, es geht um Entspannung dabei. Jedenfalls für mich. Wie ist es mit euch? Ballert ihr ein Set nach dem nächsten durch und sagt das nächste, es geht doch auch mal ins Geld. Oder? Ich weiß es nicht. Also, ich möchte hier gerne ein bisschen mit euch bauen, ausprobieren. Deshalb kommt auch gleich im Anschluss, wie die Beinchen gebaut werden. Mag nicht jeden interessieren, deshalb dachte ich mir, fange ich hiermit an. Vielleicht irre ich mich auch, ich weiß nicht. Ist halt der Start. Und ich bin happy, ich hab gebaut. ja. Und ich würde sagen, wenn ihr euch die ganzen Bilder, die ich zwischendurch eingeblendet habt, angeguckt habt, einige vielleicht sind groß, mal schauen. Vergleich zum Bäumchen habt ihr ja jetzt so ein bisschen, wo wir jetzt sind. Ist das nicht geil? Ist das nicht ein dicker Otto? Ah, ihr seht den Kopf wieder nicht. Ja, er liegt so auf dem Boden. Also, da ist nichts mit Bein oder so, ne? Das ist Plauze. Das ist so, wenn ihr euch auf den Bauch legt. Das ist im Moment das. Und er kommt jetzt schon ans oberste Plättchen. Bin happy. Ja, in den nächsten Tagen werde ich hier dran weiterbauen. Für morgen mache ich auch noch irgendwie ein Videochen für euch. Irgendwas Nettes. Haben wir Spaß. Aber jetzt gleich im Anschluss erstmal der Umbau der Beine. Darauf freut sich nämlich mindestens ein Zuschauer. Und den möchte ich nicht enttäuschen. Also, bis gleich. Ich muss umbauen. Habt Spaß. So, und da sind wir wieder. Und jetzt versuchen wir, uns die Beinchen hier umzubauen. Ihr werdet sehen, es wird alles hochprofessionell, ich sag's euch. Ja. Die Beine werde ich selber zerlegen, das heißt, das Video muss ich irgendwann wahrscheinlich auch selber mal gucken. Deshalb will ich es so machen, dass selbst ich es verstehe. So, wir fangen an auf Seite 64, ja, und es geht hier um dieses kleine Teilchen. Ganz einfach, es geht darum, dass es etwas beweglicher wird im Kniebereich. Der kommt da raus. Ein normaler 1x2 kommt da rein. Zack. So. Und schon geht da ein bisschen mehr. So. Als nächstes sind die Füßchen da dran. Wir möchten gerne Startaufnahmen haben, dass man den auch irgendwo etwas fixieren kann. Im Übrigen, es ist das Vorderbein. Das bedeutet, wenn der quasi geht und der erste Schritt hat es quasi gemacht, dass er quasi sein Bein auch vernünftig bewegen kann.
was er im Moment noch nicht so dolle kann. Aber kriegen wir alles hin. So, das haben wir. Dann gehen wir rüber auf Seite 70. Da wird sich um den Fuß hier gekümmert. So. Als erstes nehmen wir ihn mal ab. Ich werde auch stellenweise den Fuß hier nochmal auseinandernehmen müssen, um zu sehen, was ich da fabriziert habe. Wir sehen direkt als erstes den ersten Unterschied. Das Ding muss weg. Beinchen ein bisschen beweglicher machen. Danach gehen wir hier dran. Das Ding kommt ab. Gehen wir einfach mal Schritt für Schritt durch. Der hier kann auch direkt mit ab. So, die zwei hier kommen auch mal mit ab. Da wir die hier auch abnehmen müssen, um hier den Dreier gleich wegzukriegen. Die hier kommen auch weg. So, jetzt geht's hier an den Dreier. Gucken, ob es klappt. Jawohl. So, und jetzt muss ich mir mal kurz angucken, was ich da alles fabriziert habe. Ihr könnt auch hier schon mal mitgucken, bevor ich anfange herumzuerzählen, was denn der Onkel da alles macht. Ah, okay, ist ja wenig Magie. So, das bedeutet, der hier kann dann auch raus. Sehr schön. Dann habt ihr hier dieses Gestell. Zwei Ball Joints und dann habt ihr hier lediglich den Rahmen, wo die ganzen Slopes und so weiter dran sind. Und dann füllen wir ihn langsam. Wir fangen an. Ein 1x2 und der 90 Grad Baurichtungsumkehr kommt nach oben. Darüber kommen die hier wieder. Die werden fixiert durch die hier, durch die Barren. Also noch nicht richtig zusammendrückt. So, da hier oben setzen wir den Brick rein. 1x2 Brick. Einfach da rein. Dann haben wir hier diese Pappnasen. So, einfach zwei Stück nebeneinander gesetzt. 1x2. Und zwar mit den Noppen nach oben. Die gehen da jetzt nirgendwo rein. Vielleicht könnt ihr das auch so verbauen, dass es, ihr seid ja auch kreativ. Es ist einfach nur so ein rudimentäres, random Umbauding. Einfach so für euch als Grundbasis, was man denn machen kann. Oder wie man es machen könnte. Ihr wisst, was ich meine. So, das hätten wir. Jetzt bauen wir hier noch den kurz eben zurück. Dann könnt ihr es euch quasi nochmal angucken. Wollt ihr euch das nochmal angucken? Vielleicht. Vielleicht habt ihr ja Interesse daran. Machen wir einfach mal, ne? Ich muss es eh machen und ich mache es für euch, also dürft ihr quasi mit mir leiden. Ah. Jetzt guckt das so eine Doofe. Egal. Ist ja erstmal. Ja. Guck mal, ich muss es eigentlich gar nicht machen. Im Prinzip. Weil ich muss die Beine eh auseinandernehmen, um den Großen da weiterzubauen. Naja.
alles für die Klemmbaustein-Fans, gell? Das. Das da oben müssen wir noch sichern. Zwei. Sehr schön. Der kommt hier oben drüber, der kommt da unten drunter. Fertig. Startaufnahme. No. Und jetzt fragt ihr euch, ja Moment, aber wie soll ich da den auf eine Platte stellen? Im Prinzip einfach. Ihr nehmt euch eine kleine 1x2, setzt sich hier drunter, guckt auf der Platte, wo es passt, könnt sie draufsetzen und dann hängt das so ein bisschen doof in der Luft. Da drumherum am besten Fliesen, weil bei einem Brachiosaurus groß, schwer, wo der hintritt, da ist auch keine Noppe mehr. Also das ist das, was ich so gemacht habe. Ich bin damit eigentlich ziemlich gut gefahren. Und es hält vor allem. So, das war der komplette Umbau für die Vorderbeinchen. Und jetzt kann er, wenn ihr ihn in Laufposition bringen wollt, die Beine richtig schön einknicken. So dass man quasi merkt, okay, der trägt Gewicht. Wisst ihr? Weil vorher war der unbeweglich. Also ein großer Umbau ist es im Prinzip nicht. Es sind einfach nur ein paar Teile entfernen. Dann geht's weiter. Ich habe mal hier und da so ein paar Seiten markiert. Hochprofessionell. Ach, ich sag's euch, Kinder. Ach. Wir sind noch nicht fertig mit den Vorderbeinen. So, und zwar seht ihr hier diese schönen zwei Slopes mit der langen Fliese und dem Wedge Slope. Kann man das so sagen? Wedge. Ne, das sind zwei Wedges. Das ist ein Wedge Slope. Ihr wisst, was ich meine. Ihr seht es hier bei mir. Das ist der umgebaute. Da habe ich einfach das Ding mit der Fliese abgenommen, damit ihr die Beine etwas weiter, wenn er Männchen machen soll. Ist nur, wenn er Männchen machen soll. Ne? Etwas weiter nach hinten kriegen kann. Damit es hier oben nicht hakt, ist mir aufgefallen, dass es gut ist, wenn man das rausnimmt. Das war jetzt Seite 76, Bauschritt Nummer 351. Da wird das Ding drauf gesetzt. Und hier lässt ihr einfach, in dem Fall ist es hier die mit der Fliese zusammen weg. So. Das war das. Genau. Und dann kommen wir zum nächsten. Hier sollen wir angeblich Tatsache alles auf ja, eine Seite haben. So, jetzt kommen wir mal hier zu dem, beziehungsweise das ist der schon umgebaute. Das ist der, der noch nicht umgebaut ist, was wir aber ändern werden. So. Als erstes machen wir mal den großen Umbau. Ja, geht's an die Oberschenkel, Unterschenkel. Und zwar müssen wir, die sind jetzt gespiegelt. Ihr seht es hier. Hier habe ich ein, das ist der umgebaute. Hier habe ich einen größeren Keil drin, ne? Dass er weiter in die Knie kann. Und zwar deutlich weiter. Wenn man bedenkt, bei dem ne? Und das machen wir jetzt. Und zwar im Prinzip easy. Jetzt habe ich, die wollte ich da auch mit da draußen. Ihr merkt ja, alles hochprofessionell hier.
Immerhin, das Ding haben wir jetzt ab. Ja, geschafft. Also, machen wir Schritt für Schritt. Der braune war da drinnen, aber ist ja im Prinzip nicht weiter tragisch. Und zwar werden hier einmal die kompletten Seiten abgenommen. Ach ja, ich sag's euch. Profis bei der Arbeit, ne? Ich werde, glaube ich, zwischendurch schneiden. So, den haben wir jetzt auch ab. Das sind die Dinger hiervon. Ach, die andere Seite ja auch noch. So war es. Richtig. Und wir versetzen die Dinger einfach ein Tucken weiter nach unten. Und dann wird im Prinzip wieder alles davor geklatscht. So wie es war, meine ich. So ziemlich, ja. Dann kommt der davor. Die Anordnung hier hat sich jetzt ein bisschen geändert. Fang an mit dem kleinen, die zwei großen und das Wedge-Teilchen. Dadurch wird's deutlich schmaler. So. Das gleiche auch hier auf der Seite. Also echt, wenn ihr das Ding umbauen wollt, dann muss es euch echt am Herzen liegen, wenn ihr euch das Video antun wollt. Wie sag's euch? Da hatte ich vorher. Das hier muss raus. Da kommen einfach zwei Dreier hin. Dadurch sparen wir uns eine Noppe. Das Ding kann ich hier auch weg. Und das, Moment, das war dort, das war dort. Das Ding hier kann auch weg. Dann kommt das dahin. Das hier mit der Fliese kommt da dran. Und ihr habt wieder einen schönen, sauberen Übergang. Jetzt nochmal. Hier war ursprünglich eine 2x4er. Die haben wir ausgetauscht gegen eine 2x3er. Hier haben wir die Fliese drin gelassen, aber davor geklatscht und ihr seid deutlich beweglicher. Tada! Und damit könnt ihr mit eurem kleinen Tierchen schön weit in die Knie. Und als nächstes geht's an die Füßchen. So, und jetzt kommen wir zu den Hinterbeinchen und zwar den Füßen.
Brauchen tun wir, soweit ich mich erinnere, lediglich die zwei Teilchen. Ihr habt da jetzt einen anderen drauf. Ich meine, ihr hättet dann grün, Slope. Den nehmen wir einfach weg, damit das Beinchen beweglicher ist. So. Anschließend nehmen wir den hier ab. Den nehmen wir ebenfalls ab. Im Prinzip fast dasselbe Schauspiel. Entsichern. Und dann ziehen wir hier einmal an den Ball Joints das ganze Ding hier raus. Ich habe mir schon mal, ich musste das ja wieder zurückbauen, dementsprechend habe ich doofe Farben verbaut, um zu wissen, okay, da habe ich jetzt irgendwas anders gemacht, deshalb nehmen wir das Ganze auch mal hier auseinander. Es ist schon ein paar Tage her, dass ich das gemacht habe und ich will euch ja keinen Blödsinn erzählen. So, okay. Also, hier können wir im Prinzip die 3x3 Plate drin lassen. Den hier machen wir mal raus. Hier drunter kommen auf jeden Fall die zwei hier. Dann sind wir eigentlich schon wieder hier auf demselben Level. Hier haben wir die schwarze 3x3. Die müssen wir austauschen gegen eine 2x2. Da können wir die dann direkt wieder dran machen. Das können wir dann auch da drunter schieben. Ach so, okay. Ah, jetzt komme ich durcheinander. Moment. Das war hier. Das waren die Ball Joints. Das war der zweite. Das war das. Okay. Dann muss da. Ah, okay. Hier ist er ja hängen geblieben. Deshalb die Irritation. Da kommt der 2x2er rein. Der kommt dann einfach davor. Können wir wieder auf beiden Seiten sichern, dass das nicht wieder auseinanderfluppt. Und da haben wir das Füßlein. Auf der anderen Seite machen wir das auch noch kurz eben. Und dann haben wir das Beinchen auch fertig. Und dadurch kann er, wenn er dann quasi, er kann ja jetzt weiter ins Knie rein, dementsprechend kann er auch mit dem Beinchen etwas weiter nach vorne. Und wir haben hier sehr schön die Startaufnahmen. So, haben wir das auch. Sehr schön. Dann kommen wir zum letzten Teil. Eins steht uns noch bevor, und zwar müssen wir den Hals etwas weiter nach hinten biegen können. Im Prinzip eigentlich nur ein Klick. Der hier, der dicke hier, der ist in Ordnung. Den habe ich auch so behalten, so wie der auch hier abgebildet ist. Allerdings die zwei dünneren hier, die hatte ich etwas abgeändert. Wo haben wir die? Hier
sieht man sie sehr schön. Die kommt da drauf. Die ragen zu weit nach vorne im Normalfall. Deshalb habe ich die auch etwas. Moment, habt ihr jetzt gar nicht gesehen. Ha, Profi bei der Arbeit. Die zwei hier, die müssen etwas verkürzt werden, weil die zu weit herausragen, und man den Kopf nicht allzu weit nach oben knicken kann. Deshalb hier meine Alternative dazu. Ihr nehmt euch hier direkt den Dreier, den Zweier direkt an der Rand, also quasi, im Prinzip das so lassen. Der Dreier, der Zweier da drauf, der da drunter weg, der hier oben im Prinzip direkt hier drauf, auf den ersten, so dass er da so ein bisschen drüber geht über den langen Slope. Slope? Ja. Und wenn man das dann verbaut hat, dann sind sie einen Tucken kürzer und man kann den Hals etwas weiter nach oben knicken. Ansonsten stört der Halsbereich hier in diesem durch die Wedge Plates da oder Wedge Tiles. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Auf jeden Fall durch die Dinger stört es dann ein bisschen. Ne? Und dann müsste das es gewesen sein. Wenn ihr euer Tierchen ausbalancieren wollt, auf die Hinterbeine, bitte, bitte seid vorsichtig. Setzt ihn euch am besten mit den Hinterbeinen auf die offene Platte und dann schön langsam. Nehmt euch hier den höheren Teil am Hals am besten auch heraus. Einfach erstmal, jedenfalls um ihn grob in Form zu bringen. Nachher für die Feinjustierung zum Ausbalancieren braucht ihr das wieder als Gewicht. Aber erstmal, damit möglichst wenig Schaden passiert, wenn etwas passiert. Es ist tricky, ich sag's euch. Es ist nicht mal eben so. Dazu gehören echt Nerven, um das zu machen. Aber ansonsten habt ihr jetzt einen sehr schönen, beweglichen Brachiosaurus, den man auch schön in Laufposition bringen kann. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen weitergeholfen, was das angeht. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wie gesagt, alles hochprofessionell. Das nächste Video wird mal so ein random. Also es wird, glaube ich, ein bisschen ulkig. Wir gucken uns ein schönes Set von Lego Video an. Das Piratenschiff. Und dann gucke ich mal, ob ich sonst noch was Schönes für euch finde. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Abend noch. Habt Spaß, habt Freude und klemmt ein bisschen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.